Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Sie hören den Story Power Podcast. Mein Name ist Ludwig Link. Ich bin der Autor der Unternehmerstrategie Story Power in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Story Power Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. Und in der heutigen Ausgabe habe ich wieder ein Interview mit der Unternehmerin Ulrike Laubner. Wir kennen uns seit über 4,5 Jahren. Und wir werden dann gleich erfahren, warum wir hier heute das Interview machen. Es geht nämlich um Storytelling. Okay, Ulrike, stell dich mal kurz vor. Ja, danke, Herr Ludwig. Ja, Sie haben schon gehört, mein Name ist Ulrike Laubner. Ich habe mich vor 5 Jahren selbstständig gemacht mit einer Firma, die den anderen Firmen hilft, ihre Produkte schneller zu entwickeln und vor allem zu weniger Geld, als es heute üblich ist, und mit mehr Kundenorientierung, das heißt den Kunden immer im Blick haben. Ich war nämlich selber jahrelang Produktmanager in verschiedenen Firmen, habe mein Bestes gegeben, wie das heute auch bei vielen anderen der Fall ist, aber leider so Mädchen für alles. Und mir war das zu viel, diese Diskussionen und das Hin und Her, das Für und Wort. Und ich habe mir dann Methodiken überlegt, wie kann ich das besser machen, habe die damals schon für mich eingeführt und war schon schneller als die anderen. Und habe dann nach mehreren Firmen gesagt, so jetzt mache ich mich selbstständig, weil diese Methoden, die Systematik funktionieren. Und heute unterstütze ich Firmen in der Schweiz, in der Dachregion mit diesen Methodiken, um eben auch dort profitabler Produkte für die Unternehmen zu machen. Also gut, wir haben das gleiche Ziel, andere Sichtweise, eine Herangehensweise, aber der Erfolg der anderen Unternehmen steht uns im Vordergrund. Ja, du bist auch Autorin. Ich habe 2 deiner Bücher da. Mit dem einen werden wir etwas sonst länger austauschen. Das erste, das erste hast du geschrieben. Ich halte es da mal rein. Sieht man das so? Ja, genau, die Fitnesstraining für Produktmanager. Fitnesstraining für Produktmanager, dein erstes Buch. Dein zweites, das jetzt gerade rauskam, das heißt Wirksame Kommunikation für Produktmanager. Okay, ist das so sichtbar? Ja, genau. Okay. Genau. Wunderbar. Ja. Da habe ich auch einen Artikel mitgeschrieben und das nehmen wir gleich als Einstieg. Da geht es, also mein Artikel geht um Storytelling. Warum fandest du das wichtig, dass auch die Produktmanager mehr darüber erfahren? Genau, also das Buch Wirksame Kommunikation im Produktmanagement basiert eben auch darauf, weil ich den Kunden zugehört habe, meinen Schülern, meinen Firmen, die mir gesagt haben, hey, die Kommunikation knarzt überall, das läuft nicht rund. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe nochmal einen Ratgeber, wie die sich hier verbessern können. Und Storytelling ist eine wunderbare, für uns hier in diesem Breitengrad recht neue Methode. In Amerika wird das schon länger angewendet, Geschichten zu erzählen. Aber hier ist das noch nicht üblich. Aber was mich so fasziniert hat an der Storytelling, als ich das auch von dir vor Jahren kennengelernt habe, ist, dass diese Geschichten sich ja viel besser in das Gehirn einprägen oder sagen wir mal in das Herz treffen der Zuhörer. Und die Produktmanager haben eine ganze Menge Zuhörer, die sie begeistern müssen. Da haben wir zunächst mal die Geschäftsführung oder die Bereichsleitung, die für die neuen Produktideen ja investieren müssen. Sie müssen Geld ausgeben, damit die Projekte gemacht werden, die Mannschaft bezahlt wird, aber natürlich auch die Materialien bezahlt werden. Und das sind doch zum Teil erhebliche Summen. Dann haben Sie als zweites, wenn Sie dann die Investition bekommen haben, dann muss das Projekt ja starten. Und auch dort müssen Sie als Teamleiter für Ihre Produktidee immer wieder überzeugen. Und wenn das Produkt dann kurz vor der Einführung steht, dann müssen ja auch die Verkaufsmannschaft trainiert werden. Und da ist es eben viel besser, wenn ich schon weiß, was der Kunde für ein Problem hat und erzähle dort eine Geschichte aus dem Leben des Kunden. Und das ist doch viel, viel einprägsamer, als wenn ich 3 Präsentationen habe, Folien voll mit Grafiken, Tabellen, die alle angucken. Manche nicken schon ab und sagen, ja, ich vertraue ihm, vertraue ihn nicht. Es sind meistens auch so Daten, die dann aus Studien kommen, irgendwo zusammengesucht sind, sind nicht so glaubwürdig. Die Stories sind greifbar, sie sind nachvollziehbar und wirken deswegen viel, viel besser. Ja, also es ist genauso, wie du eben so schön sagst, die Methode Storytelling, Kunden süchtig nach Produkten machen. Ich weiß, dass es funktioniert. Ja, ich bin im B2B, B2C tätig.
Und da höre ich dann oftmals, ja, das funktioniert nicht bei technischen Produkten. Und dann sehe ich dann oftmals so eine Litanei von technischen Features, ja, Funktionen, wo ich sage, ja, was macht das jetzt mit mir? Ich verstehe das ja gar nicht. Das ist genauso, wenn ich letztes Jahr eine Kamera kaufen wollte und ich sehe ganz viele mit technischen Funktionen, aber ich weiß nicht, was es für mich tut. Wenn mir da jemand erzählt, pass auf, das ist doch, ist das ihr Problem, hat mich gefragt und erzählt mir dann, was das für mich tut, in einer schönen Story, dann kann ich das doch viel schneller behalten. Und das geht bei technischen Produkten, bei Software und das geht im B2C. Oftmals ausprobiert und es ist erfolgreich. Deswegen Storytelling kann ich Produktmanager in ihrem Alltag wärmstens empfehlen. Jetzt bist du eine Unternehmerin, die auch selber Stories einsetzt. Ich habe es da eine der wenigen Unternehmerinnen gefunden, die das Storytelling einsetzen. Gehen wir gerade mal dort etwas tiefer rein. Und was ist denn für dich so eine gute Story? Welche Elemente gehören für dich dazu? Also eine gute Story muss mich in den Bann ziehen. Ja, dazu gehört natürlich die richtige Sprechweise auch, ja, dass die natürlich sympathisch ist, aber auch überzeugend. Und vor allem ist es wichtig, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, den Kern der Geschichte mit meinen Erfahrungen, Wünschen und Ängsten kombiniert, weil dann trifft er oder sie mich mitten ins Herz. Und damit wird das für mich so eine Story erlebbar, nachvollziehbar. Ich bin mittendrin. Ja? Also diese direkte Ansprache mit diesem neuen Produkt kombiniert, das macht für mich eine gute Story aus. Wenn sie natürlich auch dann nachher im Business den Erfolg zeigt. Ja, das bedeutet, dass die Story, die du erzählt hast, eben etwas mit der Welt des Zuhörenden zu tun hat. Es nützt nicht, jetzt grob gesprochen, wenn ich hier über eine Story über Taschen, wo viele Frauen begeistert sind, erzähle und ich habe nur Männer drinnen, ja, die sich für Autos oder sowas eher interessieren. So, gehen wir zum nächsten. Wie machst du so Stories oder wie entwickelst du Stories? Kannst du so ein Vorgehen? Kannst du mal eventuell ein Beispiel geben? Wie sieht es da bei dir aus? Du hast gerade eigentlich schon ein schönes Beispiel gesagt. Und ich habe für mich, wenn ich Stories kreiere, ein Rezept, das aus drei Inhalten besteht. Oder? Das erste ist nämlich, mir Gedanken zu machen, wer ist denn mein Zuhörer? Also wenn du da nur Männer sitzen hast, dann sind Damenschuhe vielleicht ein schöner Witz, aber das spricht sie nicht so an. Ja? Deswegen mache ich mir Gedanken, wer ist mein Zuhörer? Welche Sprache sprechen Sie? Ja? Wenn ich also mit einem Geschäftsführer spreche, wähle ich eine andere Sprache als mit einem Produktionsmitarbeiter. Ja? Wenn ich nur Frauen habe, dann wähle ich eben Themen, die die Frauen interessieren, über Produktmanagement. Bei mir ist das dann ganz einfach. Ich kann dann Produkte erzählen über Kunden, über Taschen, über Schuhe bei meinen Kundinnen. Wenn ich bei einem Geschäftsführer bin, dann weiß ich doch, was er will. Wir wollen alle erfolgreich sein, wir wollen Geld verdienen und wir wollen vielleicht Zeit sparen, weil in der Zeit, wo wir, können wir ja was Sinnvolleres machen, neue Kunden gewinnen, uns Neues weiteres beibringen. Und in diese Welt denke ich mich vorher ein, um zu wissen, welche Sprache und Argumente benötigt dieser zu meine Kundengruppe in dem Fall. Ja. Wenn ich das rausgefunden habe, überlege ich mir, beziehungsweise ich weiß es ja, ich höre dem Kunden zu und sage, was hat er denn für Probleme, wo kann ich ihm noch was Neues anbieten, Lösungen anbieten und genau dazu passende Beispiele bringen aus meinem Erfahrungsschatz in den letzten Jahren. Und gut, zum Schluss packe ich da eine Geschichte drauf und kreiere diese. Und damit ich die sehr schön in das Gedächtnis transportieren kann. Jetzt hast du vorher so den Weg, also warum Produktmanager Stories brauchen, beschrieben. Und was sind so deine Erfahrungen im Storytelling? Also was kannst du da aus der Praxis erzählen? Ich erzähle eigentlich immer sehr, sehr gerne von einem schön praktischen Beispiel, was ich sehr, sehr oft erlebt habe in Firmen, was mich dazu auch bewogen hat, ein Punkt, warum ich mich selbstständig gemacht habe und auch diese Bücher schreibe. Du kennst das sicherlich auch du warst mal angestellt und kennst diese langen Sitzungen, Strategiesitzungen, die gehen nicht nur 2 Stunden, die gehen 6 Stunden, 8 Stunden über 2, 3 Tage hinweg und wir haben hier Folien, Präsentationen. Und teilweise auch ganz monotone Redner, die dann auch mal langsam sind.
das ist nicht immer spaßig. Und es ist vor allem auch nicht so überzeugend. Und ich habe mir damals schon überlegt, das willst du nicht. Das willst du nicht. Und habe relativ lange für meine Vorbereitungen gebraucht. Habe dann 2, 3 Tage daran gearbeitet und bin nach diesem Rezept vorgegangen, was ich dir eben erzählt habe. Und habe mir dann überlegt, wie kann ich denn die Herren überzeugen, es waren damals alle Herren in der Geschäftsführung, also einer aus dem Marketing, einer aus dem Verkauf, ein Geschäftsleiter aus Amerika, einer aus der anderen Region und so weiter und so fort. Und jeder hat ja einen anderen Wunsch, hat ein anderes Ziel in seinem Bereich. Und da habe ich mir dann Geschichten überlegt für meine neuen Produkte, wie ich die alle erfolgreicher machen kann. Also welche Funktionen von dieser neuen Maschine, von diesem neuen Service kann ich denn anbieten und habe das hinterlegt mit diesen Informationen, die ich aus echten Kundeninterviews hatte und habe dann so einen Tag geschildert, die den haben mit den aktuellen Problemen. Das konnte ein Konkurrenzprodukt sein oder aber ein eigenes Produkt habe und habe das teilweise eben auch anfassbar gemacht. Ja? Also Software ließ sich so simulieren, die anderen Geräte konnte man anfassen oder man ist dorthin gegangen und bin dann auf diese Probleme eingegangen und habe die Lösungen aufgezeigt. Mhm. Das war viel, viel besser, als hätte ich eine Präsentation mit bunten Bildschirmen und ganz viel Text gezeigt. Und ich habe damals meine Investitionsanträge alle durchbekommen und meine Kollegen haben mich dann gefragt, Mensch Ulrike, wie machst du das denn? Und dann habe ich gesagt, ich bereite mich vor. Und mein Ziel war es immer, dass die Kunden, ja, damals war meine Zuhörer und die Kunden der Produkte natürlich, dass die mehr Spaß mit dem Benutzen dieser Maschinen oder Anlagen, mehr Erfolg mit der Software haben, schneller sind, mehr Transparenz. Und das kann man in Geschichten wunderbar erzählen. Es war dann so eine Kombination einerseits mit Geschichte, ja, also etwas von Geist und gleichzeitig auch erleben, dass wenn es dann ging, dann konnte man direkt an die Maschine das auch nachvollziehen, was da der zukünftige Nutzer da auch macht mit so einem Gerät. Ja, jetzt kommen wir zu dem, wenn jetzt jemand den Weg auch gehen will, sagen wir einer deiner Produktmanager, einer deiner Kunden, auch Stories zu erzählen, was braucht der dazu, dass er da im Laufe der Zeit ein guter Storyteller wird? Nun, mit der Zeit, er kann ja deine 7 Tipps und Tricks, die ich auch schon angewendet habe, verwenden. Wir haben sie ja schon mehrmals gemeinsam auch ausprobiert an unseren Product Camps und das lässt sich glücklicherweise sehr schnell lernen. Das ist kein Hexenwerk, das ist keine hohe Chemie und Quantenphysik, sondern es ist einfach Methoden anwenden und üben. Also zunächst einmal, so wie ich das eben gesagt habe, sollte sich der zukünftige Storyteller mit der Methode vertraut machen. Ja. Dann sollte er sich so 2 bis 3 Produkte, Ideen oder Services überlegen, die er demnächst vermarkten will oder verkaufen will oder aber auch sich im Bewerbungsgespräch sich als Produkt vermarkten. Ganz wichtig, sich da positiv darzustellen. Und das Ganze noch ein bisschen würzen mit rhetorischen Mitteln. Ja? Die Geschichte alleine wirkt vielleicht nicht ganz so gut, weil man nicht das Gegenüber vielleicht nicht zuhören möchte, weil es noch nicht richtig gut gesprochen wird. Das kann man üben, da braucht es gar nicht viel dazu. So 2, 3 rhetorische Mittel würde ich diesem Produktmanager empfehlen. Steht alles im Buch drin. Wir wissen, das kann man ganz schnell üben. Es braucht aber auch Mut. Es braucht einfach auch mal Mut zu sagen, ich mache das jetzt anders. Ich mache das anders als alle anderen. Ich glaube, das ist die größte Überwindung. Mhm. In Firmen, so im B2C oder im Marketing oder so internationalen Firmen, auch sehr viel amerikanisch angehaucht, da ist das alles schon üblich. Im technischen Bereich sehe ich da immer noch so kleine Hürden. Aber generell, Produktmanager sind ja offen für Neues und da bin ich zuversichtlich, dass sie das in Zukunft machen. Und wenn sie sich dann diese 2, 3 Produkte oder sich selber ausgesucht haben, diese Story mal aufzuschreiben, mal vorzuhören, wir haben alle ein iPhone, Smartphone, das aufzunehmen oder auch in der Familie mal zu sagen, um die Sicherheit zu bekommen, dass man das gut transportieren kann, dass die Bilder kreiert werden. Das ist eigentlich wie eine Geschichte, die man früher am Lagerfeuer erzählt hat, einfach erzählt, wirkungsvoll und beim nächsten Mal wird es wieder erzählt. Und die Sicherheit muss er bekommen, geht leider nur über
Übung. Übung, Vorbereitung, kurze Vorbereitung, ja, genau. Aber sobald man erlebt hat, wie viel Spaß das macht, und das sieht man direkt am Gegenüber, wenn es dann lächelt und zuhört oder auch Fragen stellt, dass man die Methode gelernt hat. Ja, wunderbar, Ulrike. Kommen wir zum Schluss. Ich habe da noch so eine Wunschfrage. Hast du eine Heldengeschichte von einem deiner Kunden? Wie hast du einem deiner Kunden geholfen, dass er mehr oder weniger im Berufsalltag ein Held, ein kleiner oder ein größerer Held geworden ist? Hast du da noch was auf Lager? Ja, natürlich, klar. Nach 5 Jahren im Business haben wir da so einige Heldengeschichten. Die Leute sehen das leider nicht immer so. Das ist ja immer Arbeit, aber du, ich finde das ganz schön, dass du immer das als Held bezeichnest. Ja. Oft ist es ja so, dass oft Geschäftsführer zu mir kommen. Die kommen ja nicht dazu, weil sie mir was schenken wollen, sondern sie schenken mir was. Sie schenken mir ihre Probleme und ihre Sorgen. Und ein Geschäftsführer kam letztes Jahr zu mir. Das dauert immer ein bisschen länger, bis man daran arbeitet, also mehrere Monate. Und hat mir also sein Leid geklagt, dass die Entwicklungen zu lange dauern, dass sie zu teuer sind, das Produktmanagement ist unzufrieden und die Schnittstellen sind auch unzufrieden. Jetzt können Sie sagen, Schnittstellen sind beim Produktmanager eigentlich die ganze Firma. Ja, mit Marketing zusammen, mit Verkauf, mit Einkauf, mit der Geschäftsführung, mit Logistik etc. Das heißt, wenn wir vorne irgendwas nicht richtig machen, zieht sich das auch durch die ganze Firma durch. Ja. Und da hörtest du so wirklich nicht nur verbal, auch zwischen den Zeilen ganz große Unzufriedenheit. Und der sagte mir dann, ich will so schnell wie möglich Lösungen haben. Also große Konzepte schreiben, analysieren und. Nur no, gut, ohne Analyse geht es nicht. Aber ich habe mich dann mit den Produktmanagern und mit den Schnittstellen zusammengesetzt, zusammen mit dem Geschäftsführer und mal angehört, was sie machen. Da haben wir festgestellt, dass sie gar nicht am Markt sind. Die Produktmanager sitzen hier so am Schreibtisch und überlegen sich, was kann ich denn machen? Ich kenne die Produkte, schauen ins Internet, suchen sich Studien raus und Forschungsprojekte, unterhalten sich mit den Leuten in der Firma, aber sie unterhalten sich nicht mit den Kunden. Mit den Kunden, die eigentlich ihnen das zukünftige Geld geben sollten. Und da war also eine der ersten Maßnahmen zu sagen, ich schule euch mal. Ich schule euch mal, wie ihr mit Kunden in Kontakt getreten könnt, wie ihr Kundeninterviews machen, um wirkliche Fakten zu bekommen, was Probleme sind, was wollen die denn, was stört momentan, woran hätten sie mehr Spaß, diese Sachen zu bekommen, und habt sie nach dem Open Product Management Workflow geschult, wo der nämlich darauf basiert, dass alles, was wir im Produkt entwickeln, immer aus Kundensicht passiert. Und das geht durch über alle Schnittstellen. Das ist das Wunderbare, es ist alles nachvollziehbar. So, nachdem sie nun diese Kundeninterviews gemacht haben, das Handwerk gelernt haben, konnten sie Geschichten kreieren, ja, warum dieses neue Produkt sinnvoll ist, wo es Probleme löst, ja, wo es hilft, wo es vielleicht auch mehr Spaß macht, ja, und konnten das der Geschäftsleitung präsentieren. Nicht nur der Geschäftsleitung, sondern natürlich auch nach anderen Entwicklern, indem sie die Geschichten dann erzählen und aber auch die Fakten haben. Natürlich sind bei den Präsentationen dann auch mal Grafiken dabei. Das ist ganz klar, aber auch vor allem die Geschichte. Und das Schöne war, der Geschäftsleiter sagte dann zu mir, er hat viel mehr Vertrauen. Ja, die erste Idee, die sie dann prädiert haben und die er dann sagen könnte, wir haben 30 Interviews geführt. Von diesen 30 haben 25 gesagt, sie haben das Problem, hier ist unsere Lösung. Ja, der Markt ist so und so groß, haben das untersucht. Und er sagte, das war so ein tolles Gefühl, endlich mal Fakten zu haben und ich hatte keine Bauchschmerzen mehr. Und das war ganz, ganz wichtig, weil das ist etwas, was wir leider oft hören. Und nicht nur er hatte mehr Sicherheit, sondern auch die Produktmanager. Ja. Wenn dann natürlich dann ein Haken dahinter gesetzt wird und nicht gesagt wird, geh noch mal zurück in deine Bücher und ne, analysiere noch mal neu, reicht uns nicht. Das ist natürlich auch viel schöner. Und nach dieser Investition haben wir uns dann um die als zweiten Schwerpunkt oder die sogenannten Quick Wins gekümmert, wo dann die Interviews, Ergebnisse auch in diese Lastenhefte, in die Spezifikationen des Produktes eingeflossen sind.
Und siehe da, es gab gar keine Diskussion mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei den vielen Funktionen in den Entwicklungen, da heißt es immer, ja, will das denn der Kunde? Nee, ich bin der Meinung, er braucht das nicht. Ja, doch, aber der Chef hat gesagt und der Verkaufer meint auch. Ja, das sind, ne, ich sag 7 Leute, 6 Meinungen, Minimum, wer hat denn jetzt recht? Die hatten jetzt den Vorteil, die haben 30 Kunden gefragt. Das heißt, die haben aus erster Hand gewusst, was ist das Problem und konnten danach die Prioritäten setzen. Mhm. Und auch da waren die Diskussionen weniger. Und das Schöne ist, auch während der Entwicklung mit den Prototypen, man konnte dann immer sagen, so, hier ist die Simulation, ja, hier ist der Prototyp, probier doch mal, wir wissen, was der Kunde gesagt hat, wir wissen, was er will, lass uns danach testen, lass uns die Kunden noch mal reingehen. Also das war wunderbar, die Entscheidung war nicht mehr Bauchentscheidungen, weder in der Geschäftsleitung noch in der Technik, noch im Verkauf, im Marketing. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Wir hatten eben Fakten, wie ich sage, aus Kindermund. Hundemund in dem Fall, ja. Und somit hat sich das Ansehen gestärkt und der Geschäftsleiter hat mir danach gesagt, also wir schaffen es jetzt, ja, die Produkte 30% in der kürzeren Zeit zu entwickeln. Ja. Ja, über die Fehlinvestitionen, die sich jetzt reduziert hat, hat er mir nicht gesagt, aber das kann man sich mal hochrechnen. Es gibt weniger Materialien, die zusammen, weniger Mitarbeiterstunden, Marketingmaterialien, die beim ersten Mal sitzen, nicht neu gemacht werden und so weiter und so fort. Also das kumuliert sich natürlich mit jedem Produkt und das ist enorm. Und vor kurzem rief er dann noch an und sagte, Mensch, Frau Laumler, das schönste Lob, was er jetzt von seinen Kunden bekommen hätte, dass sie gesagt haben, danke, dass ihr uns zugehört habt. Und ich meine, das finde ich einfach sensationell und so soll es sein. Und ich muss sagen, der Geschäftsleiter hatte den Mut, was Neues anzupunkten, neue Wege zu gehen und ja, hat sich ausgezahlt für ihn. Schön. Vielen Dank, Ulrike. Vielen Dank auch für das Interview. Ich halte nochmal das Buch rein, damit man es nochmal sieht. Also dort hier für die Produktmanager, wirksame Kommunikation für Produktmanager. Vielen Dank, Ulrike, dass du mir das Interview gegeben hast. Vielen Dank dir, Ludwig, dass du mir die Gelegenheit gehabt hast, meine Story mit anderen zu teilen und auch zu sagen, warum Storytelling für Produktmanager so wichtig ist. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und deinen Zuhörern viel Spaß mit deinem Podcast. Und verabschiede mich auch von meinen Zuhörern. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bewerten Sie diesen Podcast auf dem Portal, das Sie eben abonnierten, sei es jetzt auf iTunes oder auf Stitcher. Den Beitrag zu diesem Podcast gibt es auf www.storypower.ch/Laubner, LAUBNER. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuschalten und denken Sie daran, wo ein Wilde ist, ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link.